So, wir kommen zu der 16. Runde von Parker, Real Rainmaker, produced von Maximum Beats. Und ja, Parker hat eine Stunde zuvor noch einen Song auf seinem Kanal released. Ja. Parker hat einfach Bock, am selben Tag zwei Songs zu bringen. Let's go, Freunde. Ja, aber Parker hat das irgendwie schwer gemacht, weil so kann sein Song auf seinem Kanal auch Aufmerksamkeit bekommen durch die Julians Zuschauer. Also in dem Sinn kriegt Parker schon mal einen Punkt für Intelligenz. Ich weiß, das ist ein Scheißpunkt, weil das nichts mit seiner Runde zu tun hat, aber ja. Das hat Parker richtig smart gemacht. Und übrigens, ich kann jetzt schon sagen, Parker bekommt einen Videopunkt, Beatpunkt und der Parker hat auch das beste Video, sage ich gleich. Parker, ich muss kurz sagen, Parker hat eins der besten Videos, wenn nicht sogar das beste Video in der JCC. Für die Locations gibt es einen Punkt. Ja, gebt euch das mal, es ist krass. Es war mir so klar, dass ich mir irgendetwas suchen musste, deshalb danke für den Zeitvertreib in diesen nächsten paar Monaten noch. Ja. Musikalität. Krasser Einstieg, Flow, Stimme. Park hat schon mal 9 Punkte in den ersten 30 Sekunden. Doch dachte, in der Cypher gibt es gute Mucke, denn dann müsste man mich diese Runde 32 mal hochladen. Oh. Ja, Punisher und Parker ist back. Ich zeig jedem, wenn ich hier teilnehme, dass ich das Spotlight stehle und mir diesen Preis nehme. Lass mich nie wieder kleinreden, du solltest fein sehen, du spielst hier mit deinem Leben. Pass auf, ein paar Lines regnen. Für die kompletten Rams. Technikbonus und Reimkette. Parker hat jetzt schon mal so viele Punkte wie in seiner Quali. Technisch bin ich nur die dritte Vaterfigur. Mach dir keine Sorgen. Jo. So, das, was Parker gerade macht, macht er echt gut. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn, denn guck, mein Business wächst zum Thema JCC. Candy Comic gibt es kein. Deine Scheiß. Moral ist nach meiner Ansicht unfassbar. Wir sollen runter vom Rasen, aber du machst dich vom Acker. Hast gehofft, dass Julian für dich einen neuen Vertrag macht und machst mehr von seinen Text Gebrauch als Steuerberater. Ja. Für Ziel jetzt nur ein Punkt. Und für sein. Wir sollen runter von deinem Rasen, aber du machst dich vom Acker. Das ist ein nicer Vergleich. Parker hat eine 3-Punkte-Hook. Und ja, seine Betonungen kriegen halt auch noch einen Punkt. Dann ist Parker jetzt schon Punkte gleich mit Camro nach nur einem Part mit Hook. Nein, deine Lines punchen nicht mehr, wenn du im Caps Lock schreibst, schau aus der. Ja. Es könnte eventuell dann auch an Diverse gehen. Wegen seinem JPP 2014 Runden, weil er die Texte halt immer mit Caps geschrieben hat, zumindest die Reime.
Der Vogelperspektive, wenn ich straight in das Sachbeschirm schaut die aus der Perspektive, dann nur wegen des Spatzenhirns. Parker ist krass. Covid-19, wir halten uns im Zimmer bedeckt. Und Joli wurde nur von der Zahl dahinter verschreckt. Von der 19. Joli, dann richtig krass. Bitte ins Mikrofon feier, ihr seid gekommen, um zu sehen, wie ich Licht in die Cypher bring, damit Sonnenuhren gehen. Hab kein Interesse, nein, mich hier zu messen. Und die simple Message ist, ich bin schlicht der Beste. Easy going, hole mir im Vorbeigehen den Gruppensieg. Schaff schon die nächste Runde, egal wer diese Runde fliegt. Am Parker ist krass. Keine Ahnung, warum er schlechter bewertet wurde als Camro, aber in meinen Augen ist Parker der klare Favorit in dieser Gruppe. Am Ende werde ich auf meinem Thron gekürt, mit den besten Teilnehmern reden, heißt ich müsste wieder Monologe führen. Ich bleib stark. Ich müsste wieder Monologe führen. Ich bei DST ist doch einer schon am Jammer, noch ohne Bullen in der Jury ist plötzlich der Thomas anders. Für diese DSTS-Sache. Ja. Und für die Thomas Harlan. Mecker für Kassen, die ganzen Fake ablassen. Ich bringe in meiner Runde wieder den Regen. Blicke runter vor. Interessiert sich in dieser Cypher leider keiner, nein, dürfte jetzt gezeigt haben, der Titel ist mir meiner, 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 mein. Alter, ist das Video geil. Ah, am Ende noch Werbung für seinen Song, ja. Parker kriegt noch einen Punkt fürs Gesamtpaket. Und ja. Nochmal von vorne. Es war mir so klar, dass ich mir irgendetwas suchen musste. Deshalb danke für den Zeitvertreib in diesen nächsten paar Monaten. Doch dachte, in der Cypher gibt es gute Mucke. Denn dann müsste man mich diese Runde 32 mal hochladen. Ich zeig jedem, wenn ich hier teilnehme, dass ich das Spotlight stehle und mir diesen Preis nehme. Lass mich nie wieder kleinreden, du solltest einsehen. Du spielst hier mit deinem Leben, pass auf, ein paar Lines regnen. Hätte Jiggy noch Haare, hätte eine Parker-Frisur und Punchline. Hätte Jiggy noch Haare, hätte eine Parker-Frisur. Alter, mir ist die Jiggy-Line halt einfach gar nicht aufgefallen. LOL. Und vor allem noch wegen diesem UND. Ist das halt noch doppelt lustig. Ich bin nicht nur die depte Vaterfigur. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn, denn guck, mein Business wächst zum Thema JCC. Denn die Comic gibt es kein. Deine Scheiß-Doppel-Moral ist nach meiner Ansicht unfassbar. Wir sollen runter vom Rasen, aber du machst dich vom Acker. Hast gehofft, dass... Ja, das ist jetzt die ganze Zeit JG, wie ich gerade merke. Julian für dich einen neuen Vertrag macht und was mehr von seinen Text gebraucht als Steuerberater. Ein Maker für Kassen, die ganzen Fake ablassen. Ich bringe in meiner Runde wieder den Regen. Blicke runter verachten, auf die untere Masse. Keiner will mir in seiner Gruppe begegnen. Für den irrelevanten Rest interessiert sich in dieser Cypher leider keiner. Ja, wisst ihr was? Erinnert mich einfach mega an Johnny Dixon aus der JMC. Ja. Also wenn Parker es wirklich noch ins Finale schafft, dann, pff, dann können wir wirklich sagen, dass er das Update von Johnny ist. Nein, dürfte, jetzt
sprechen nicht mehr, wenn du im Caps Lock schreibst. Schau aus der Vogelperspektive, wenn ich straight in das Sachbeschirm schau, die aus der Perspektive, dann nur wegen des Spatzenhirns. Covid-19, wir halten uns im Zimmer bedeckt. Und Joli wurde nur von der Zahl dahinter verschreckt. Spit ins Mikrofon, feier, ihr seid gekommen, um zu sehen, wie ich Licht in die Cypher bring, damit Sonnenuhren gehen. Hab kein Interesse, nein, mich hier zu messen. Und die simple Message ist, ich bin schlicht der Beste. Easy going, hole mir im Vorbeigehen den Gruppensieg. Schaff schon die nächste Runde, egal wer diese Runde fliegt. Am Ende werde ich auf meinem Thron gekürt, mit den besten Teilnehmern reden, heißt, ich müsste wieder Monologe führen. Sind nicht bei DSTS, doch einer ist schon am Jammer, noch ohne Polen in der Jury ist plötzlich der Thomas anders. Jerry Maker für Kassen, die ganzen Faker ablassen. Ich bringe in meiner Runde wieder den Regen. Blicke runter, verachten auf die untere Masse. Keiner will mir in seiner Gruppe begegnen. Für den irrelevanten Rest interessiert sich in dieser Cypher leider keiner, nein, dürfte jetzt gezeigt haben, der Titel ist mir meiner, 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 mein. Weiß noch immer nicht, wohin mich die weite Reise bringt. Und falls ich jemals auf dem Boden lieg, steh ich einfach wieder auf, halte fest an meinem Traum. Pass auf, lade das Projektil. Worte kreisen in meinem Kopf, vor mir liegt der leere Block. Doch ich bin immer noch ohne Ziel. Habe keine Zeit und wer weiß, vielleicht bleib ich weiter nur ein kleiner Teil in diesem großen Spiel. Ja. Echt krass, was Parker da geleistet hat. Ich finde, Parker ist auf jeden Fall das Highlight der Woche.